willkommen zum Digitalk. Wir sind hier bei Ringier in Zürich. Roger Hemmerli, Head of Social Media von genau. Ringier. Vielleicht kurz schnell, da, dass du dich vorstellst oder sagst, was du machst, wie du hergekommen bist, dass die Leute auch in Kontext haben. Nachher legen wir los. Ich glaube, ja, haben einiges. Ja, zuerst mal danke fürs Kommen. Gell? Heute hat es ja geschneit, es war nicht so einfach. Wir haben zum Glück den Zug genommen. Das ist eigentlich gar ein guter Punkt, der Schnee. Ich komme ja eigentlich aus einem schneeigen Kanton, aus dem Glarnerland. Ich bin dort aufgewachsen, 18 Jahre lang. Und habe dann entschieden, ich müsste die grosse, weite Welt sehen. Okay. Bin dann bis auf St. Gallen gekommen und habe dann dort studiert, also bevor ich noch DRS gemacht habe, oder nachdem ich DRS gemacht habe, das durfte ich auch noch machen. Habe dann dort angefangen zu studieren, Wirtschaft, Marketing. Habe dann irgendwie gemerkt, oder ein bisschen gelangweilt gesehen. Wahrscheinlich eher gelangweilt, weil ich nicht so oft in der Vorlesung gesehen bin. Und, okay, wie hat es alle gesehen? Hat dann angefangen, eine eigene App zu entwickeln. Ja. Ist dann recht gut rausgekommen. Hat dann noch zu meiner Schande damals beim Konkurrent von uns Werbung gemacht in der Zeitung. Und ist gut gelaufen. Nummer 1 gesehen in den App-Charts, habe sie dann verkauft. Und dort ist mir eigentlich zuerst mal so richtig aufgefallen, hey, Scheiße, das ist ja, das Social Media Ding funktioniert richtig gut. Weil ich hatte lustigerweise mehr Downloads über die Social Media Marketing Kampagne als damals über die grössten Zeitungen in der Schweiz, die eigentlich eine riesen Auflage haben. Und dort habe ich mir dann überlegt, gut, jetzt entweder kannst du weiter studieren oder du machst das mal Vollzeit. Und dann gefunden, ja, mach mal Vollzeit. Das Studium und so, das passt mir nicht so, das ist einfach nicht meine Art und Weise. Und habe dann relativ schnell gemerkt, aber, dass nachdem ich Webseiten gemacht habe für Kunden, ich habe für Kunden kleine Kampagnen ausgeführt, habe ich schnell gemerkt, dass viele auf Social Media sind, viele wollen Geld ausgeben auf Social Media, aber damals hat man einem 22-Jährigen noch nicht so gern Geld für Social Media gegeben. Und da habe ich mir gesagt, gut, also entweder kannst du jetzt weiter knurzen oder du suchst dir etwas richtig Grosses, wo das kannst machen, wo du hoffst oder wo du glaubst, dass gut sind. Und dann hat damals, wie so der Zufall will, hat Ringier Stellung geschrieben gehabt. Damals noch als Praktikant, Blick am Abend. Ja. Also habe als Praktikant angefangen mit Blick am Abend. Habe dann dort ein halbes Jahr wirklich geschrieben, so das Handwerk vom Journalist gelernt, obwohl ich weit weg bin von einem Journalist. Auch heute bin ich noch weit weg von einem Journalist. Ich glaube, aber es hat mir gleich gut getan, um mich das hineinzusehen. Und ja, seitdem ist es weitergegangen, hat eine Feststellung bekommen. Dann ein Jahr später das Social Media Team gegründet, mit meinem damaligen Vorgesetzten zusammen. Und ja, seitdem ist es weitergegangen und jetzt, heute, sitzen wir da und reden über Social Media. Und nein, es ist, sind spannende 4 Jahre jetzt, wo ich bin jetzt genau diesen Monat 4 Jahre bei Ringier und es ist genau das, was ich immer wollte, weil ich sage immer, wenn du das machen kannst, was du eh schon würdest, gratis machen in der Freizeit dann, und dafür noch zahlt wirst, hast du es recht gut getüpft. Ich sehe ähnlich wie du. Also grundsätzlich, ja, wenn ich bin Unternehmer. Bis schon immer gesehen, mit 15 in die ersten Partys organisiert und ja. Gemacht. Und das ist so ein bisschen, das Gastgewerbe ist so ein bisschen meine Leidenschaft. Haben das auch gemacht und heute darf ich Unternehmer sein, darf Leute erstellen, darf Sachen bewegen. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass du das machen darfst, was du gerne machst. Ich glaube, das ist viel, viel mehr wert, als wenn du sagst, okay, ich habe zwar 1000 Franken mehr Lohn oder so und dafür schießt du mir jeden Montagmorgen an, zum Arbeiten gehen. Oder freust du dich einfach auf den Freitag oder auf den Donnerstagabend. Und, ja, aber es ist cool. Ich meine, 4 Jahre steile Karriere. In dem Sinne so, ja. Ja, gut, ich muss auch sagen, ich hatte auch immer die richtigen Leute, die mich supportet haben. Ja. Das ist natürlich immer wichtig in so einem grossen Unternehmen, dass du einfach da auch die Leute hast, die dich so ein bisschen mit oder Fittich nehmen und sagen so, hey, das ist, glaube ich, noch ein guter, den fördern wir. Ich meine, ohne das kannst du noch so gut sein. Einzelkämpfer sein ist in den meisten Fällen okay, aber in so einem Unternehmen spätestens geht es dann nicht mehr. Ja. Und ich glaube, das ist für mich auch wichtig, um nach dem Selbstständigsein auch so mal ein bisschen lernen, Kompromisse zu machen oder dass es nicht immer genau so geht, wie ich mir das vorstelle. Bremst du das nicht ab und zu? So, ja. Jetzt würde ich eigentlich sehe ich es das als richtig ja. An, aber ja, ich muss sagen, es hat meinem Ego sicher gut getan. Okay. Weil ich würde jetzt eher behaupten, dass ich ein recht grosses Ego habe. Kommt ein bisschen vom Sport nachher. Ich habe lange Sport gemacht. Und durch das ist es, glaube ich, auch gut gewesen, dass ich das gelernt habe, dass es nicht genau so geht, wie ich mir das vorstelle. Und den Kompromiss schliessen, um dann nachher lernen oder erfahren, dass es eigentlich schon okay so ist.
Oder dass man dann vielleicht auch nachher hat Bestätigung hat, hey, so wie ich es vorgeschlagen habe, ist es gut gewesen. Wieso machen wir es nicht so? Ja. Oder? Und ich glaube, das ist so, oder häufig ist das der etwas strengere Weg, aber vielleicht langfristig auch so der Weg, wo du lernst, zu kommunizieren besser. Weil, ja, wenn ich jetzt immer das bekomme, was ich nicht will, und es wäre immer nach meiner Nase gegangen, dann irgendwann geht das halt nicht mehr, oder? Und auch, ich meine, auch als Selbstständiger musst du ab und zu Kompromisse gehen. Wo dann, immer, also oder? Immer, logisch. Oder? Ich meine, ja, du hättest auch gerne schon ein riesiges Bürogebäude mit 700 Angestellten und machst die grösste Kampagne für die grössten Kunden. Und trotzdem musst du ja zuerst irgendwie dorthin kommen, oder? Und ich habe mir immer gesagt, schau, wenn du Leute hast, die es ja gut mit dir meinen, es ist dann einfach der gut gemeinte Rat, oder es geht nicht immer ganz nach deiner Nase, dann kann dir das eigentlich viel bringen. Kann es auch ein bisschen der sein, dass du wie so ein Gegenpart, wenn du allein bist, kannst du grundsätzlich immer selber entscheiden. Ja. Das heisst, du hast eigentlich, du gehst in ein Projekt oder in eine Thematik hinein und hast von Anfang an schon eigentlich dein Mindset, sagst, so ist es richtig. Wenn du dann ein Team um dich herum hast oder einen Vorgesetzten vielleicht auch, dass es irgendwo ein Gegenpart hat, wo dich vielleicht auch mal weiterdenken lässt, dass du im ersten Moment selber willst machen. Ja, es challenged dich halt auch. Ja. Oder ich meine, vorher habe ich oftmals einfach mir die erste Idee geschnappt und gedacht, oh, das ist jetzt gut, oder? Und jetzt hast du halt viel öfters auch die Frage, die du dir stellen musst, wenn ich jetzt das so präsentiere am Management, habe ich dann jeden so abgeholt, dass es auch erstmal versteht und dass es gut findet. Und dann kommt meistens auch die zweite Idee noch, aha, okay, die Person könnte das vielleicht so sehen, vielleicht ist der also das gleiche bessere. Und das heisst, sobald du mehr Leute hast, wo du auch den Einfluss verstehst, challengest du dich selber, um auch vielleicht bessere Ideen zu haben. Und das Gleiche ist das mit dem Team. Ich meine, wenn du ein Team hast, dann ist jeder Input mega wertvoll. Ich bin immer jemand gesehen, der gesagt hat, mir ist scheißegal, ob du Praktikant bist, ob du von mir aus Reinigungskraft bist oder ob du Top-Kader bist. Wenn du eine gute Idee hast, ist es eine gute Idee, Punkt. Ja, es ist scheißegal, von wem sie kommt. Ja. Ob du 1'000 Franken im Monat verdienst oder 10'000 Franken, das ist mir total egal. Das ist mir total gleich. Und ich glaube, das ist eine wichtige Eigenschaft heutzutage, dass du lernst, zuzuhören. Weil aus dem Grund haben wir zwei Ohren und nur ein Maul für das richtige Verhältnis. Ja, gute Aussage. Und ich glaube, vor allem als Chef oder als Führungsperson musst du lernen, zuzuhören. Und da geht es gar nicht so viel darum, dass du viel redest, sondern eigentlich viel zuhörst. Das ist jetzt heute etwas anders, heute müssen wir viel reden. Aber ich sage, der Grundsatz bei mir, vor allem im Team, ist, dass ich oft auch zuhören und herausfinde, aha, wieso sieht es die 19-jährige Praktikantin das so und ich mit 27 so? Und es ist ziemlich simpel. Mit 27 ist es traurig, aber bin ich schon ein alter Sack, wenn es um Social Media geht. Messi. Nein, aber du hast völlig recht. Ja, also wenn wir Assessments haben oder Recruitments oder, und unseren Praktikantenanwerber sagen, hey, willst du das Bild nehmen für Instagram oder das Bild, oder? Dann sagen die, ja, ich nehme das. Und dann fragen wir, ja, wieso? Und dann sagen sie, ja, weil ich das Gefühl habe, es ist besser, oder? Und wir wissen schon, dass das richtige Bild ist, aber wir haben das festgestellt, weil wir das getestet haben, weil wir uns wegen dem goldenen Schnitt auf dem Bild und der Fotograf hat uns das empfohlen und es ist halbe Wissenschaft dahinter. Und bei der anderen Person ist das einfach aus dem Feeling raus, weil es halt ein Digital Native ist, oder? Ja. Und ich denke, genau so Sachen musst du dir zu Herzen nehmen, so Inputs, weil du kannst gar nicht, in der heutigen Zeit kannst du gar nicht immer bei allem der Beste sein. Das geht nicht. Ich habe auch den Anspruch, klar habe ich den Anspruch, um als Chef gut zu sein und meinen Mitarbeitern zu erklären, wie sie es machen sollen. Oder dass sie immer noch so ein bisschen im Sinne von, ich wollte ja auch bestätigen, wieso ich der Chef bin. Oder so. Das hat einen Grund. Willst du zeigen, profilieren? Und willst du nicht das Gefühl bekommen, eigentlich ist der andere im Grob besser? Du musst eigentlich so die Gesamtübersicht überblicken. Genau. Überall musst du Insights haben. Aber im Detail hast du ja genau deine Mitarbeiter, die der Spezialist auf den Ads. Ja, ja, gut. Also, ich habe keine Ahnung von Ads technisch. Also, mal, ich könnte selber auch Facebook-Ads machen. Aber im Detail, wie ich jetzt eine Zielgruppe analysiere und schlussendlich ein Umsatz, ja, für das habe ich den Mitarbeiter. Und dann soll er aber auch seinen Input nachher bringen. Exakt. Und er muss ihn bringen. Also, das ist so ein bisschen Kultur. Mein Steckenpferd ist ein bisschen Kultur in der ganzen Geschichte. Und ich bin dort einfach extrem, als Gemeinschaft erreichst du viel mehr als allein. Und du hast Experten und du kannst heute nicht alles wissen, wie du gesagt hast. Und dort musst du die richtigen Leute fördern und die auch motivieren, um ihre Sachen zu bringen.
schauen wir 10 Jahre zurück oder 20 Jahre zurück, als Mitarbeiter ist nicht gewünscht, dass du Kritik anbringst oder einmal sagst, dass es scheiße ist. Und das ist heute zum Teil noch in den Köpfen, auch bei den Jungen. Aber wenn du denen sagen kannst, hey, zeig doch mir, wenn meine Idee auch scheiße ist, ist doch super. Ich meine, es geht nicht darum, dass ich mich profiliere und einfach immer recht muss haben, sondern wichtig ist, dass die Idee am Schluss gut ist. Ob sie von mir ist, von dir, von wem auch immer, ist doch scheißegal, wenn meine Idee scheiße war. Und das sagt man dann, sage ich, ja, ist gut, erklär mir, wieso und so. Und dann verstehe ich es vielleicht und sage, ja, hast recht, gut, machen wir nicht, machen wir etwas anderes. Und das ist so das Miteinander, so die Kultur von der offenen Kommunikation, wo alle zwei davon reden. Aber die wenigsten macht es. Die wenigsten machen es. Ist wirklich so. Am Schluss ist es das Ego-Ding. Es ist das Ego-Ding. Ja. Am Ende ist es häufig eine Ego-Frage. Weil die Person nicht einen Schritt zurück machen kann und sagen, hat die andere Person vielleicht nicht recht. Und das ist Mindset. Schlussendlich musst du dir selber musst du sagen, hey, das Ganze ist wichtiger als deine eigene Meinung. Das ist so. Ja, und ich glaube, das förderst du vor allem, wenn du. Das war mir immer ganz wichtig, dass meine Leute ein Umfeld haben beim Arbeiten, wo sie sich nur um das kümmern, was sie machen. Dass sie sich nie mehr um irgendwie Politik und so kümmern. Um irgendwie noch mit anderen Departementen noch irgendwelche Zeichen klären müssen, sondern dass sie wirklich das machen können, was sie machen. Und dass sie vor allem auch eine Atmosphäre haben von Trial and Error. Dass niemand Angst muss haben, zu sagen, hey Roger, ich glaube, das habe ich verzogen. Kannst du mal drauf schauen? Oder, hey, da komme ich jetzt überhaupt nicht weiter. Können wir das mal zusammen anschauen? Und das ist mega wichtig, dass du das vor allem in grossen Firmen, in Traditionsfirmen, Ringier ist ja ein Legacy-Brand. Yeah. Etliche Jahre, oder? Yeah, logisch, das ist ein riesen Verlag, der jetzt zu einem Mediengigant shiftet, oder? Und genau in so Firmen ist es extrem wichtig, dass du den Leuten erklärst, hey, keine Angst, weil du mal einen Fehler machst, heisst das nicht, dass du am nächsten Tag vor der Tür stehst. Und dass man das sogar auch fördert. Weil am Ende des Tages, wenn die Leute nicht den Mut haben, zum einmal auf den Sack zu gehen oder zum einmal etwas falsch zu machen, dann hast du Stillstand. Und wenn du willst, mehr als den Durchschnitt liefern, und das, wenn wir ehrlich sind, in der Schweiz ist es momentan recht einfach, mehr als Durchschnitt zu liefern auf Social Media. Ist so, ja. Dann musst du die Leute auch ein bisschen antreiben, um einmal etwas auszuprobieren, was vielleicht in die Hose geht. Und ich glaube, in dem Jahr, wo ich jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr, wo ich Chef bin, haben wir glaube ich, 4 oder 5 Kanäle aufgebaut, die wir schon wieder eingestampft haben, weil sie einfach scheiße sind. So, ja. So what? So what? Oder? Ich meine, schreit kein Hahn mehr danach jetzt heute, oder? Und trotzdem musst du die Atmosphäre oder das Environment zuerst bauen für dein Team, dass sie sich auch wohlfühlen drin. Nicht, dass sie jedes Mal denken, oder dass sie unter der Hand den Kollegen fragen, ja, was meinst du, darf ich das machen? Oder treibt mir der Chef gerade den Grund um wegen dem? Oder? Und das ist etwas mega Wichtiges, wo du auch als Chef musst oder als Führungsperson musst auch einen Schritt zurück machen und dir sagen, hey, ist das wirklich die beste Variante, die ich da führe? Oder ist es echt besser, wenn man mal auf diese Person hört oder auf diese Person? Ich sage immer, am Ende des Tages zählt das, was ich sage. Aber bis das Wort gesprochen ist, ist alles möglich. Alles möglich, genau. Das ist eine lustige so Thematik, die du jetzt angesprochen hast, Trial and Error. Ich habe es gerade im letzten Digitalk eigentlich auch besprochen. Social Media kommt aus den USA, das ist dort entstanden und eigentlich dort zur Perfektion auch mittlerweile getrieben worden. Ja. Ist es auch ein Mindset, oder aus meiner Sicht ist es einfach auch ein Mindset, das in den USA ist so, scheißegal, wenn du einen Fail hast, wenn du versagt hast, bist du eigentlich ein wertvollerer Mensch, weil du weißt dann schon mal, wie es nicht geht. Mhm. Und bei uns ist so, wenn er mal einen versagt hat, wird er geächtet, weißt du, so, wow, du bist nicht erfolgreich gewesen und so. Und ich glaube, das ist einfach eine extreme Mentalitätsfrage. Und den Switch anzuschaffen, um zu sagen, hey, scheißegal, wenn du einen Fehler machst, wenn du einen Fehler gemacht hast, hoffen wir, dass du nachher nicht machst. Das Ding ist, in der Schweiz ist es immer noch so, dass es heisst, mein Haus, mein Auto, meine Frau, mein Pool, meine Ferien, es ist meine Yacht. Es ist immer noch genau so. Und in der Schweiz leben immer noch viel zu viele Leute nach dem «Was hat der andere, den ich nicht habe?» Und wenn du immer der Zahl nachrennst, habe ich auch mal lernen. Wenn du einfach der Zahl nachrennst, gewinnst du nie. Das Zahlenspiel gewinnst du nie. Also das Infinite Games gewinnst du nicht. Das hat Simon Sinek jetzt recht gut gesagt, in einem letzten Tag, den ich gehört habe von ihm. Wenn du immer das Zahlenspiel spielst, es gibt immer eine größere Zahl. Wenn auch Jeff Bezos, reichste Mann von der Welt, aber wenn er das Zahlenspiel spielt, verliert er auch, weil
könnte ja mehr verdienen, als er jetzt gerade verdient. Ja, und jetzt wird er wahrscheinlich noch etwas abgeben. Jetzt gibt er noch etwas ab, oder? Gut, ich nehme an, er hat sicher einen guten E-Vertrag geschlossen. Ja, gut, vor 25 Jahren hat er vielleicht noch nicht so einen guten E-Vertrag gehabt. Ja, und auch die Hälfte vom selben, ja, glaube ich, auch kann man damit. Nein, aber was eigentlich die Aussage ist, oder? Wenn die Leute mehr sich würden fragen, bringt mir das wirklich etwas, was ich mache, oder ist es wirklich das, was ich will machen, dann würden sie sich viel weniger darum kümmern, was die anderen machen. Weil am Ende des Tages geht es darum, dass wir vielleicht unzufrieden sind mit der Situation, in der wir drin sind, aber dafür dankbar mit dem, was wir haben. Und das ist der grosse Unterschied. Viele Leute sind undankbar für das, was sie haben, aber mega schnell zufrieden. Beispiel: Am Abend um 8 Uhr kommt Bachelor und der ganze Trash-TV-Scheiß, oder? Und ich schaue das. Und dann denke ich mir, mir geht es mega gut, das sind ja mega Idioten, oder? Dann bin ich zufrieden mit mir selber und gleichzeitig mir am nächsten Morgen sagen, ich verdiene zu wenig, also bin ich undankbar. Ja. Aber eigentlich müsstest du sagen, hey, ich bin unzufrieden, weil ich noch nicht das verdiene, was ich noch mehr gesetzt habe. Aber trotzdem muss ich reflektieren und sagen, eigentlich bin ich mega dankbar, weil ich bin gesund, habe kein Problem, meiner Family geht es gut. Also eigentlich alles okay, aber trotzdem darf ich unzufrieden sein. Und das verwechselt viele Leute. Das heißt, sie sind mega undankbar für das, was sie eigentlich haben. Weil ganz im Ernst, dass wir jetzt da sitzen, alle, die das schauen, jetzt geht, ihr habt es scheiße gut. Ja, ihr sind so in der Top, ihr sind in der Top 3% von der Top 5% von der Welt. Ja, so. Das ist so. Oder? Ja. Punkt. Jeder in der Schweiz grundsätzlich. Also, wenn du nur schon ein Smartphone hast und dass der Scheiß geht, kannst schauen, geht es dir nicht so schlecht. Ja, das oder? Ja. Und das ist etwas, was du dir ab und zu wieder mal musst ein bisschen vor Augen führen. Wenn du so seich machst oder wenn du dich fragst, ist es jetzt wirklich so wichtig gewesen? Und auch mal über dich selber lachen können oder mal können sagen, okay, totaler Scheiß, was ich jetzt gemacht habe, ja und? Wegen dem geht die Welt nicht unter. Wegen dem geht die Welt nicht unter, genau. Und das Public Shaming, wenn Leute einmal auf den Sack gehen, das ist in der Schweiz, und ich weiß nicht, ob das eine Mentalität ist vom Schweizer, der halt eher sagt, ein bisschen Piano und für sehr überlegt, immer alles zu machen. Es kann auch sein, dass das ein grosser Teil von unserem Erfolg ist, den wir in den letzten Jahren kennen. Aber was mir halt auch auffällt ist, und das finde ich recht gefährlich, wir sind nicht mehr hungry. Wir sind so ein bisschen... Wir sind gemästete, ja, Säule so, im Stall. Genau, wo... uns geht es gut. Ja. Ich meine, ganz im Ernst, schau mal, was wir politisch teilweise für Seich diskutieren. Das können ja nur Länder diskutieren, wo es gut geht. Ja. Oder? Das sind ja gar keine richtigen Probleme. Und das ist im Unternehmertum oder bei der, ich sage jetzt mal, bei unserer Generation genau das Gleiche. Die Leute, die haben gar nicht müssen kämpfen für etwas. Es ist immer so, ja, ah, dann nehme ich halt mal... Unsere Grosseltern haben vielleicht noch kämpfen dazu. Exakt. Wenn ich eben meine Grosseltern anschaue, ja, die haben ein einfaches Haus gehabt, einen Holzofen zum Heizen. Und genau. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja. Meine Eltern haben auch etwas Grosses aufgebaut, eigentlich auch mit wenig, mit nichts, aber die sind hungrig, und wenn ich meine, muss ich mich selber auch rausnehmen. Manchmal völlig irrational tun ich etwas bewerten, wo ich muss sagen, wenn du es objektiv anschaust, muss ich sagen, und? Ja. Es geht uns so super, es geht mir so super. Ja. Ich kann jeden Tag etwas essen. Ich kann rausgehen, zwei Minuten habe ich etwas zu essen. Ich habe mit dem Auto geschafft, einfach alles. Aber trotzdem, du kommst automatisch irgendwann mal in den Punkt, wo du sagst, ja, dass du unzufrieden bist. Und das sollte eigentlich nicht sein. Ja, ja, und am Ende des Tages musst du dich auch selber immer ein bisschen aus dieser Komfortzone wieder ein bisschen rauspeitschen. Weil es ist halt mega bequem drin, gell? Darum heisst es auch Komfortzone. Und was ich gelernt habe, als ich mich zuerst mal selbstständig gemacht habe, als ich die App entwickelt habe, war ja das Stigma durch und durch bei meinen ehemaligen Kollegen damals. Es war so, fuck him, gell? So, das kommt eh nicht gut. Das App wird nichts, oder? Und auch wo dann die App auf dem Eis war, habe ich von vielen anderen Entwicklern gehört, ja, die ist mega scheiße programmiert und so. Ich meine, klar, sie ist scheiße programmiert, Kollege. Das war meine erste App gewesen, oder? So. Aber also, der Markt hat recht gegeben. Aber der Markt hat mir recht gegeben damals. Und es ist sicher auch nicht am Marketing schuldig gewesen. Aber der Punkt ist doch der, am Ende des Tages zahlt die Meinung von anderen Menschen nicht meine Rechnungen. Nein. Und darum ist die einzige Person, die ich muss Rechenschaft ablegen, die Person, die mir am Morgen im Spiegel entgegenläuft, und das bin ich selber. Und das ist die einfache Philosophie, die ich danach lebe. Das heisst, wenn ich einen Bock schiesse oder einen Fehler mache, ist die einzige Person, die damit leben kann, bin ich selber. Klar, wenn sie andere Leute betrifft,
wie meine Familie oder Leute, die ich gerne habe, dann ist es nochmal etwas anderes. Aber wenn es Felder sind, die nur mich betreffen, dann muss ich doch niemandem Rechenschaft ablegen. Dann ist es halt einfach passiert oder halt nicht. Aber wenn du ständig dich davor schützen willst, Fehler zu machen, ich meine, dann kannst du dich gleich vergraben. Ja. Wenn du nicht probierst, für die Schweiz zu kommen, dann ist Stillstand. Ja, und vor allem, ich glaube, dort geht es sehr viel nachher auch um Perspektive, um das Einordnen. Wie schlimm ist denn der Fehler im grossen Ganzen auch überhaupt gewesen? Ich sage jetzt, hast du 1'000 Franken irgendwo verloren? Ja, schießt dich zwar in dem Moment an, aber wenn es nachher in der Relation ganze Leben aus, musst du sagen, ja und? Also eilig, dann musst du jede Entscheidung eilig hinterfragen. Ich meine, ich habe mal ein Buch gelesen, wir treffen 22'000 Entscheidungen jeden Tag. Unbewusst, bewusst und so weiter. Und jeder, der hinterfragen geht, dann wirst du nicht fertig. Und darum sage ich, bei 22'000 Entscheidungen, wenn du 20 falsche machst, ist es eine relativ gute Quote. Ja. Ja, nein, es ist halt einfach das Ding, oder? Es ist ein, wie soll ich sagen, wenn du dich nicht getraust, Entscheidungen zu fällen, dann laufst du in einen Sack rein. Und sind wir mal ehrlich, über 90% vom Quatsch, den wir uns aufgeregt haben, vor einem Jahr, ich wüsste nicht mal mehr, über was ich mich gestern genervt habe. Ich wüsste es nicht mehr. Weil es ist wahrscheinlich einfach nicht, es ist wahrscheinlich einfach zu wenig wichtig gewesen. Punkt. Ja. Und so musst du, und ich weiss, ich bin genau so einer, in dem Moment scheint es für dich unmöglich, das jetzt zu überwinden, weil es scheisst dich brutal an. Aber am nächsten Tag ist alles wieder anders. Und du musst in das Mindset hineinkommen, dass du das Step by Step nimmst. Ja. Und nicht irgendwie probierst, etwas zu erzwingen, dass du nie auf ein Hindernis triffst. Und du kannst eigentlich jetzt hast du irgendwas falsch gemacht und so weiter. Aber am nächsten Tag kannst du wieder aufstehen, kannst wieder sagen, okay, und jetzt mache ich es besser. Und jetzt schaue ich, was habe ich vielleicht falsch gemacht. Das finde ich auch einmal recht ein wichtiger Prozess, dass wenn du etwas falsch gemacht hast, natürlich nicht Kleinigkeit, aber wenn du mal eine Fehlentscheidung gemacht hast, dass du nachher auch hingehst und überlegst, okay, wieso habe ich falsch gemacht? Was ist überhaupt falsch an dieser Entscheidung? Und wie kann ich mich in Zukunft davor schützen, die Fehlentscheidungen nicht mehr zu machen? Weil das ist wichtig, dass du aus den Fehlern auch lernst. Ja. Und natürlich nicht aus jedem kleinen Fehler, aber wenn du jetzt wirklich mal, ich sage jetzt, ich komme jetzt vom Business, stellst du jemanden an, wo du vielleicht ein gutes Gefühl hast, und dann merkst relativ schnell, der passt nicht rein ins Team, kann es nicht, hat das Know-how nicht. Dass du dann vielleicht überlegst, okay, was kann ich im nächsten Hiring-Prozess besser machen, damit mir vielleicht ein Fehler nicht passiert. Das schon, aber nicht verkopfen und nicht dir Vorwürfe machen, dass du die Entscheidung gemacht hast. Schau, wenn ich etwas gelernt habe in dem Jahr, wo ich jetzt Führungsperson bin und auch Leute einstelle, dann ist das, dass ein Recruitment etwas vom Schwierigsten überhaupt ist. Ich glaube, ein Recruitment ist die Nummer 1 Disziplin, die unfassbar schwierig ist. Also es gibt niemanden, den ich kenne, der schon mehr als einen Monat Chef ist, der noch nie einen Fehler gemacht hat im Recruitment. Weil Recruitment ist so die Paradedisziplin eigentlich. Vor allem in kleinen Teams oder in Teams, die erst grösser werden. Ich meine, eben, dazu hast du es vorher erzählt, oder? Dass ihr wachst, oder? Und vor allem am Anfang, wenn du so einzelne Komponenten dem Team hinzufügst, ist das mega wichtig. Und jeder von diesen Komponenten, von diesen Bausteinen, kann entweder gut sein, kann ein Uproar bringen oder es kann ein Downroar bringen und es kann etwas kaputt machen oder es kann irgendwie ein Schräubchen lockern. Und darum, Recruiting ist so eine Wissenschaft mittlerweile, wo du auch sehr viel Zeit musst investieren. Das ist auch der Grund, wieso dass ich jede Bewerbung selber anschaue. Ich habe gesagt, ich möchte nicht mehr, dass die vorsortiert werden. Ich möchte alles selber anschauen. Und zwar aus dem Grund, weil ich das bestmögliche Ergebnis haben. Nicht, weil ich sage, die Leute, die Spezialisten, die kennen das nicht. Aber ich möchte einfach sicherstellen, ich habe einen anderen Fokus, ich möchte sicherstellen, dass wir sicher nichts verpassen oder überschauen. Oder? Und wenn ich dann einen Bock mache und etwas Falsches ist, habe ich auch schon gemacht, ich habe auch schon etwas Falsches eingestellt. Und mein Team war mir nicht so dankbar. Der Fehler war relativ schnell behoben. Aber trotzdem, du musst daraus lernen, wie du vorher gesagt hast. Und beim Recruiting ist es extrem wichtig, dass du dir überlegst, nicht nur, kann die Person, hat sie nicht nur die Hard Skills? Also meine Hard Skills sage ich immer, kann sie Photoshop, wenn ich brauche jemanden, der Photoshop kann. Kann sie Videos schneiden, kann sie Facebook bedienen, kann sie Instagram bedienen, kann sie Snapchat, kann sie Twitter, das whatever. Das sind relativ einfache Dinge. Genau, sind so die, ist es so oder ist es nicht so? Genau, das sind so die Hard Skills, oder entweder hast du die oder die hast du nicht, die kannst du aber erlernen. Oder? Ja, so, das Punkt. Das sind so. Und dann gibt es so die Soft Skills. Und das ist mir viel wichtiger, weil
kann ich mit jemandem schwätzen? Ist die emotionale Intelligenz, wo ist die? Hat die Person einen gewissen Drive? Ist das eine Person, die ich einschätze, kommt die um 5 vor 8 oder kommt die immer um 5 ab 8? Ist sie immer jemand, der um 5 vor 5 geht oder ist sie jemand, der um 5 ab 5 geht? Du bringst es genau auf den Punkt. Eigentlich ist das viel, viel wichtiger. Das ist viel, viel wichtiger, weil der Punkt ist, und das ist das Schöne, in unserem Alter oder vor allem die Leute, die wir einstellen, ich meine, ich bin mit 27 fast der älteste im Team, wir haben einen Altersschnitt von 23 im Team, bei meinen Social Media Leuten. Und dort ist das Schöne daran, dass die meisten den ersten Job haben oder den zweiten Job vielleicht. Und die sind noch gewillt zum Lernen. Das sind noch nicht die Leute, die einen riesen Rucksack haben von 40 Jahren Arbeitsleben und dort musst du halt sagen, ja, weißt du, er hat es schon immer so gemacht. Das heisst, dort kannst du noch wirklich etwas machen damit. Du kannst mit diesen Leuten arbeiten, du kannst den Leuten zeigen, hey, wenn wir das so anpacken, dann bringt das etwas, oder? Aber für das müssen die Soft Skills stimmen. Wenn ich habe Darren Hardy, super Typ aus den USA, wenn du ihn kennst, ist ein Speaker. Und der hat einen Vortrag gehalten, den ich gesehen bin, dann hat er gesagt, look, er hat mal mit Marriott Manager geredet, also mit dem CEO von den Marriott Hotels. Und der ist immer wieder gefragt worden, der Manager, wieso haben wir eigentlich nur freundliche Leute an der Rezeption? Was machen wir mit denen? Oder? Und dann sagt der CEO, ganz perplex, ja, wir stellen einfach nur nette Leute ein. Es ist nicht irgendwie etwas, was wir machen mit denen. Und das ist etwas, was du deinem Recruiter auf die Kappe schreiben musst. Wenn jemand ein Depp ist, dann bleibt er ein Depp. Dann scheiß auf seine Hard Skills. Yes. Und das habe ich den Hard Way lernen. Obwohl vielleicht jemand perfekt ist für das, was man sollte, wenn die Person das falsche Mindset hat, wenn die Person nicht ins Team hineinpasst, wenn die Person nicht kommunizieren kann, wenn sie einfach nicht auf der gleichen Wellenlänge ist, dann kannst du probieren, was du willst. Du machst mehr kaputt, als es bringt. Und du kannst die Performance von einem Team, von einer Firma oder so, aus meiner Sicht viel mehr steigern, wenn du einfach alle auf dem gleichen Mindset hast. Also wenn alle wissen, sie züchten alle im gleichen Karren. Wenn du einen hast, der aussen vorgeht, züchten die ganze Performance vom ganzen Team ab. Und das ist extrem wichtig, dass du frühzeitig reagierst, aus meiner Sicht, dass du frühzeitig merkst, und ja, wenn das noch mal einen Monat ist und du merkst, du passt nicht rein, ja, dann ist es so. Dann musst du die Entscheidung aber auch fehlen und dann musst du sie auch durchziehen. Ja. Und ich glaube, das ist dann schlussendlich auch der Grund, wieso ein Team vielleicht erfolgreich ist oder nicht. Du stellst erstens die richtigen Leute und wenn du die falschen hast, tust du ja schnell wieder trennen. Ja, und auch dort, wir können wieder auf das Ego sprechen, dort musst du auch genug dein Ego zurückstellen, um zu sagen, ja, jetzt habe ich einen Bock geschossen. Ja, weil das ist mega wichtig, weil ja, auch wenn es ein Praktikant ist, der vielleicht nur 6 Monate bei dir ist, wenn es bei einem Festangestellten sowieso, aber eigentlich am Ende des Tages tust du niemandem gefallen. Nein, weil ihm noch dir nein, noch du verschwendest die Zeit von dieser Person, die nicht reinpasst, weil vielleicht würde sie irgendwo anders viel besser reinpassen. Ja. Du verschwendest deine Zeit und noch viel schlimmer, du vergiftest die Atmosphäre in deinem Team. Ja. Und dann musst du einfach sagen, gut, liebes Team, Bock geschossen, sorry, wird behoben. Fertig. Und nicht, ja, nicht irgendwie Ausflüchte suchen. Nein, es ist jetzt einfach so. Punkt. Scheißegal. Logisch, es tönt jetzt in dem Moment sehr, 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 sehr einfach. Aber wenn du natürlich dann nachher dort hockst, dann musst du erklären, dass er nicht ins Team reinpasst. Es gibt nichts Schlimmes. Aus meiner Sicht gibt es als Chef nichts Schlimmes, wenn jemand muss sagen, passt nicht ins Team rein. Weil, vor allem, wenn es der andere noch nicht so sieht. Ja. Und, Das tue ich nicht gerne und ich glaube, das tut niemand gerne. Nein, ich glaube, wenn du das gerne machst, dann hast du irgendwie andere Probleme. Ja, und in dem Moment musst du es dann irgendwo auch so anbringen, dass der andere versteht und in den anderen auch reinfühlen. Ja. Ich habe in meiner Karriere auch schon der eine oder andere müssen trennen davon. Ist keine coole Geschichte. Schlussendlich bin ich aber verantwortlich für das Ganze. Ja. Und am Schluss habe ich 30 Löhne, die ich zahlen muss. Und wenn ich die 30 Löhne aufs Spiel setze, wegen einem, nur weil ich den nicht enttäuschen will oder die Eier nicht haben, um zu sagen, hey, look, du passt nicht rein oder wir haben einen Fehler gemacht, dann tue ich das grosse Ganze riskieren. Und das ist nachher viel, viel schlimmer. Also eigentlich durch das Mindset, dass ich sage, okay, ich muss jetzt zwar jemanden enttäuschen, entlassen, aber im grossen Ganzen, auf die 30 Leute oder auch wenn du 500 Leute hast. Ich meine, eigentlich egal, wie viel du hast, ist es besser. Und du kannst eigentlich die Löhne und die Zukunft von denen
restlichen 29 oder 499 Leute sichern. Kannst du sichern, indem du sagst, hey, du passest nicht rein. Vielleicht war ja der Typ gut gewesen, aber er ist jetzt einfach nicht so ein Job gewesen. Dann tust du aber wenigstens schauen, okay, was kannst du machen, damit er nachher wieder einen Job findet oder eine Position findet, die auf ihn passt. Und ich denke, das ist extrem wichtig, dass du es schnell machst und mit einer gewissen Empathie dem gegenüber auch und dass du ihn reinversetzt, wie für ihn bricht die Welt zusammen. Ja, nein, und das ist eben auch das Chefsein, gell? Ja, es sind nicht nur immer die schönen Seiten, du kannst einfach sagen, ja, das war meine Idee gewesen, oder ja, ich weiss, wir sind so cool und so lässig, Schulterklopfen bitte links und rechts. Das gehört auch dazu, oder? Und ich glaube, das ist eine von den Lektionen, die ich am schnellsten lernen musste, vor allem wenn du von unten raufkommst in der Hierarchie, dass du auf das Mal dann halt einfach auch nicht mehr kannst Best Friends mit allen sein. Es ist dann nicht mehr so, der Chef ist dann nicht mehr dein Kollege. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Du kannst mit dem Team gut auskommen, du kannst mit dem Team gerne Seich labern, das machen wir auch mega oft. Aber wenn es gilt, gilt es. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, wo viele junge Chefs Probleme haben, wenn sie das Leiterli aufsteigen, dass auf das Mal sagen, ja, aber weißt du, er ist halt schon immer da gewesen, wir verstehen uns ja eigentlich gut privat, dann ist eigentlich ein ganz netter Sieg, dann kommt es schon wieder gut. Dass sie dann die persönlichen Beziehungen vorne hinstellen und dann in den Clinch kommen. Und meine Erfahrung zeigt, dass du lernen musst, dass du dann eben nachher im Unternehmen verpflichtet bist und der Gesamtleistung. Es ist lustig, dass du die Thematik da ansprichst. Wir haben ein bisschen mehr als vor einem Jahr gestartet. Mhm. Eigentlich einer der ersten Leute, die ich dann eingestellt habe, war ein guter Kollege von mir. Also immer noch ein guter Kollege. Zum Glück, ja. Wir haben das Jahr gemacht und irgendwie dann einfach nicht gemerkt, look, es passt nicht. Irgendwie vielleicht der falsche Job für ihn auch. Ja. Ist mein Fehler gewesen, schlussendlich. Ich habe mir mehr erhofft, habe ihn anders eingeschätzt, aber das war mein Fehler gewesen, weil schlussendlich hat er sich ja nicht ändern. Er ist so, wie er ist. Ja. Und schlussendlich haben wir uns getrennt, haben wir uns gar nicht darauf, dass wir das Arbeitsverhältnis beenden. Und das war schon recht hart gewesen. Und weil es ein guter Kollege war, wirklich auch privat ein guter Kollege. Und, ich sehe jetzt dort ein bisschen, in unserem Team sind wir wirklich, ich komme vom Fußball her und ja. Das ist so ein bisschen das Ding, 11 Freunde müsst ihr sein auf dem Platz und die Mentalität habe ich auch im Arbeiten und so weiter. Aber logisch, du kommst an einen Punkt an, wo du sagst, und jetzt bin ich aber der Chef und nicht der Freund und das ist schwierig. Ich habe sehr gute Erfahrungen darin auch gemacht mit dem wirklich sehr, sehr kollegschaftlich und freundschaftlich in unserer Kultur, die wir aufbauen. Wir machen sehr viel zusammen miteinander. Ja. Wir haben eben auch sehr viele Kollegen eingestellt. Ich meine, das ist so ein bisschen mein Ding. Da weiss ich, wie er ist, aber wir kennen schon. Und logisch, einmal jetzt nicht gut gegangen, aber ja, das gibt's. Dort gibt es aber, wie du gesagt hast, irgendwann gibt es auch Momente, wo du musst sagen, okay, jetzt muss ich als Chef entscheiden und nicht als Teamplayer im Ding rein für das grosse Ganze. Ja, und ich meine, du sagst es richtig. Wenn der Punkt kommt und alle wissen jetzt, okay, jetzt agiert er als Chef und nicht als Kollege geht, dann ist es gut. Ja. Weißt, dann gibt es auch nichts gegen das einzuwenden. Und dann hat es ja bisher auch so funktioniert. Ja. Und vor allem, ich nehme jetzt mal auch an, dass du mit jungen Leuten schaffst, oder? Und, ja, ich gehöre auch zum Älteren. Eben, also, und dann ist es noch viel wichtiger. Vor allem, also ich sehe, ich nehme mich schon selber ein in die Pflicht und sage, hey, Roger, das, was du da machst mit diesen Leuten, das prägt dich vielleicht für den Rest von ihrem Arbeitsleben, weil es der erste, zweite Job ist von denen. Und wenn du jetzt mit denen irgendein Seich abziehst oder da Rollercoaster fährst mit denen und die wissen nachher nicht mal mehr, was oben und unten ist, weil sie so geknechtet hast, dann ist es dein Verdienst, dass die geschädigt sind und nachher nicht für den Rest von ihrem Arbeitsleben und jedes Mal denken, das scheiss mich eigentlich an. Und wenn du das ein bisschen auch als deine Challenge nimmst, um auch selber herauszufinden, dann kannst du auch als Chef daran wachsen. Ja. Weil ich glaube, der grösste Fehler, den du machen kannst, ist aufhören, selber dich wollen, zu entwickeln als Chef. Weil du kannst eigentlich immer etwas Besseres machen, als du vorher gemacht hast. Und du kannst auch mit 50 noch etwas lernen. Auch mit 60, mit 70. Also, solange du da bist, kannst du etwas lernen. Du musst aber auch ein Mindset haben dazu, zum offen sein. Und das ist extrem wichtig. Ein offenes Mindset, dich immer wieder challengen.
die auch selber hinterfragen. Ich glaube, als Chef ist Selbstreflexion extrem wichtig, auch, dass du immer wieder mal, natürlich nicht tagtäglich, aber immer wieder mal auch angehst, okay, habe ich jetzt objektiv gut als Chef Entscheidungen getroffen? Oder sind es vielleicht subjektive Sachen, wo ich mich durchs Ego oder durch persönliche Betroffenheit dazu hinleiten lassen, Entscheidungen zu treffen? Oder bin ich wirklich objektiv ein guter Chef gewesen? Ich glaube, das ist auch wichtig, dass du immer wieder mal selbstreflektierend bist und dich von außen anläufst und sagst, okay, ist das auch richtig, was ich mache? Ja, und trotzdem hast du das richtig gesagt, trotzdem darfst du nicht täglich hinterfragen, weil sonst kommst du nicht vorwärts. Oder? Nein, logisch nicht. Weil sonst kannst du gar nicht hinter den Entscheidungen stehen. Oder? Und, obwohl, und genau, ich glaube, das ist der springende Punkt in der Social Media Welt, wo wir uns ja beide befinden, oder? Ja. Weil das ja alles so schnell ändert, kann das gar nicht immer gesetzt sein, was ich gerade letztes Jahr noch gesagt habe. Ich meine, ich weiss genau, noch letztes Jahr haben wir gesagt, so, jetzt müssen wir auf Snapchat irgendetwas machen, oder? Haben angefangen, jetzt ein Jahr später, und sagen, fuck Snapchat. Ich bin der Meinung, also, ich muss ganz ehrlich sein, da tue ich vielleicht vielen weh, aber ich glaube nicht daran, dass Snapchat überlebt. Und zwar einfach aufgrund von dem, was Daten sagen. Und ich bin extrem datentriebener Mensch, vor allem wenn es um Social Media geht, weil ich glaube einfach am Ende des Tages, egal was dein Feeling davon ist, der Markt gibt einen Scheiß darauf, was du glaubst. Was du selber glaubst. Was du hoffst. Der Markt gibt recht. Exakt. Und wir haben zum Beispiel extrem viel auf Snapchat gesetzt am Anfang. Ich sage so, jetzt, wenn wir jetzt rocken, haben zum Beispiel den Blick am Abend auf Snapchat gebracht, haben auch die ersten Kunden gehabt, die gebucht haben auf Snapchat. Und dann ist aber das Problem gekommen. Die Kunden haben gebucht und dann haben sie gesagt, wir hätten gerne KPIs für euch. Und dann muss ich sagen, ja, ich glaube das, aber ich kann es nicht genau sagen, weil Snapchat gibt keine richtigen Metrics raus. Ja, oder? Und dann kommst du in Trouble rein. Und dann hast du irgendwie das Discovery-Programm auf Snapchat und dann haben gesagt, ja, ihr müsst mindestens xx Leute anstellen und ihr müsst den Betrag an Fee zahlen, an Licensing und so. Nein, wir müssen sagen, hey, kein normaler Mensch oder keine normale Firma, selbst in unserer Größe, kann so ein Commitment eingehen, wenn wir nicht einmal wissen, dass wir zurückbekommen. Oder? Ja. Und es ist dann halt auch so gekommen, dass im 16. Instagram gesagt hat, copy-paste, so, et voilà, und Snapchat war Fakt. Sind wir ganz ehrlich, ja, also, Mitte 16, wo Instagram Stories gelauncht hat, war eigentlich Snapchat Fakt. Also, ja. Bei uns ist es ein bisschen später gekommen, das ja, aber es war eigentlich erledigt, das Thema. Ich meine, es hat innerhalb von 2-3 Monaten oder so hat Instagram Stories Snapchat in der Daily Active überholt gehabt. Und ich meine, jetzt geht Instagram, hat jetzt die Milliarde geknackt am Monthly Active. Ich meine, da müssen wir gar nicht mehr darüber reden. Ja, also. Und Das ist auch ein lustiges Thema, wo wir immer wieder darüber diskutieren. Eigentlich, wenn du heute als Startup kommst und eine geile Idee hast, ist es sehr schwierig, am Schluss auch erfolgreich zu sein. Ja. Weil du hast die grossen Player wie Facebook oder Google oder Apple, die einfach manchmal sagen, ja, wir investieren mal 100 Millionen, macht es schnell selber. Ja, oder sie kaufen dich auf den Aufpunkt. Ja, das ist noch ein schöner Moment. Ja, das wäre schön. Ja, dann kriegst du Geld über dafür. Ja. Aber Snapchat, Instagram, perfektes Beispiel. Ja. Es ist Technologie dahinter, die nicht kopierbar ist. Und das ist, ja, eben, ich bin gleicher Meinung wie du. Snapchat glaube ich nicht mehr dran, weil einfach Instagram die grössere Reichweite hat, das grössere Publikum, mehr Geld dahinter mit Facebook. Also, du kannst Social Media noch so schön reden, wie es ist, als wenn du das eigene Social Media hast. Und das hat ja der Spiegel auch lange gemacht. Er hat gesagt, hey, ich bin am Puls der Leute oder nicht am Puls der Marketing-Leute, aber am Ende des Tages brauchst du einfach beides. Du kannst noch so ein Unicorn sehen. Ich meine, Snapchat ist riesig bewertet worden, wo sie ihre IPO hatten. Ja. Alles super gesehen. Aber in der Woche, zwei später, ist die Aktie der Bach drauf. Wild Investoren und alle Leute, die Geldgeber sind in so Projekte, die wollen sehen, dass irgendwann ein Return kommt. Und wenn du einfach sagst, ich höre nur auf den User, den Endverbraucher und ich kümmere mich aber einen Scheiß um Brands und um grosse Marken, dann wirst du langfristig in die Bredouille hineinlaufen, weil irgendjemand muss dir Kohle bringen. Irgendjemand muss zahlen, irgendjemand muss dir einen Lohn zahlen. Ja. Und ich meine, wieso ist Instagram so erfolgreich geworden? Weil Facebook der Kohle hatte, um zu sagen, da lassen wir jetzt einfach mal zuerst nur die Userbase wachsen und dann jetzt mal mit der Werbung noch ein bisschen bremsen. Das wird sich auch ändern. Instagram ja, hat sich jetzt ja mit sich auch geändert. Also vor ein paar Wochen mit der Instagram-Story-Werbung, ja. Ja, das, obwohl sie jetzt immer noch heavy on the price sind, Geld dürfen wir nicht vergessen. Ja. Also Instagram-Story, Click-Through-Links, Click-Through-Rate ist gewaltig. Ich meine, wir haben
Aktuell haben wir ein paar Ads am Laufen mit so 20-30% Conversion Rate bei einem Link-Klick-Kosten von irgendwie 3 Rappen oder so. Also, weißt du, da muss man nicht mehr drüber reden, oder? Ja, Halleluja, geben wir mehr von denen. Ja. Nein, und wenn du als Social-Media-Plattform die Balance schaffst, dann hast du es. Ja. Meiner Meinung nach hat das Instagram letztes Jahr perfektioniert und ich glaube, und ich nehme schwer an, dass Instagram grösser wird noch als Facebook. Meine persönliche Meinung. Ja. Wenn sie die Plattform nicht gewaltig verändern. Ja. Und wenn sie im Grundsatz so bleibt, mit Foto, Video und so weiter, ja. Das ist der Unterschied zu Facebook. Da kannst du viel mehr mit Text arbeiten und das ist ganz eine andere User Experience drauf. Exakt. Ich bin aber auch der Meinung, Facebook wird weiterhin bestehen bleiben. Natürlich. Auch wenn viele sagen, ja, es ist nur eine Werbeplattform. Trotzdem, ich bin der Meinung, du kannst dort Kunden erreichen und du kannst Kunden eben zielgerichtet erreichen, was sie auch interessiert. Schau, am Ende des Tages, egal was du hörst von Leuten draussen, die sagen, Facebook ist tot, Facebook ist noch nicht mal am 10. Tag gelangt. Und was Facebook so gut macht wie kein anderer Player sonst, ist, du hast richtig gesagt, die ad-spezifische oder die zielgerichtete Erreichung von Leuten, die du genau willst. Ich meine, ganz Mensch, wir haben es jetzt ausprobiert mit unserem neuen Brand. Du kannst wirklich, wir haben gesagt, wir möchten, also bevor wir den Brand gestartet haben, haben wir gesagt, okay, was möchten wir? Oder mit dem Proof Magazine haben wir gesagt, also wir wollen 18- bis 24-jährige Frauen und Männer, gute Ausbildung in der Stadt Zürich, Wien, Berlin. So. Ja. Wir wollen 2/3 Frauen in der Audience und jetzt müssen wir herausfinden, wie wir das machen. Dann haben wir die Marke gebaut, den Content erstellt, haben die Ads triggert auf die Leute und einen Monat nach Launch haben wir 33% aus Wien, 33% aus Zürich, 33% aus Berlin, 64% Frauen, 66% Männer. 18 bis 24. Es gibt kein anderes Medium, wo du das so kannst. Also, ich meine, wir sind ja in einem Medienhaus da. Ja. Nicht, um jetzt irgendwie die Zeitung schlechter, aber das kannst du in einer Zeitung nicht. Du hast den Streuverlust. Du hast die Möglichkeit auch nicht. Ich meine, ja. Das ist ja eigentlich das, was für den Journalist seine Arbeit so schwer macht. Der Journalist kann nicht am nächsten Tag einfach auf die Statistik schauen und schauen, ist die Frontseite die richtige Wahl gewesen. Also, er kann nicht sagen, ist die Geschichte, die man auf dem Newspaper, auf dem Print, zuvor ist vorne drauf gehabt, kann er nicht sagen, ist das jetzt eine gute Geschichte oder nicht. Er sieht keine Zahl dahinter. Das ist der Vorteil von den sozialen Medien. Du siehst hinten dran, eins zu eins, was habe ich pro Impression gezahlt, ja. Wer hat es alles gesehen, und zwar ins Detail, aber mit den Hobbys und weiss nicht was. Also, und das ist aus meiner Sicht einfach, darum wird Social Media langfristig auch in der Schweiz noch. Also, wir haben es vorher schon diskutiert, vor dem Video. Die Schweiz ist noch Brachland, wirklich Brachland. Ja. Ich glaube, irgendwann, und das ist wahrscheinlich auch unsere Aufgabe, dass den Leuten, den Kunden draussen auch immer wieder zeigen, hey, Social Media, dort rein müssen, dort können tracken, dann mehr wird bringen. Und irgendwann wird der Punkt kommen, wo jeder dann sagt, ja, ich muss jetzt. Ja. Ja, schau, das Schöne ist ja an der Medienhaus oder an der Medienwelt, dass wir recht früh von der Digitalisierung verwünscht worden sind. Ja. Das ist eigentlich ein grosser Vorteil, obwohl es momentan natürlich nicht als Vorteil wahrgenommen wird. Aber wir können froh sein. Autoindustrie, Bankenindustrie, all das wird noch, Immobilienindustrie, es wird alles noch kommen, dort Digitalisierung. Und wir haben eigentlich Schweine, die uns jetzt schon getöpft. Und zwar einfach, weil wir uns jetzt besser anpassen können. Und ganz im Ernst, egal ob du kannst sagen, ich weiß genau, wenn ich etwas targeten muss. Oder, es ist halt auch ein Educator. Und zwar nicht nur intern. Also, wir müssen nicht nur intern unsere Leute schulen und ihnen beibringen, wie man mit dem umgeht, sondern auch externe Kunden schulen. Oder? Weil, meine, ganz im Ernst, weißt du, wie oft ist es früher vorgekommen, dass eine Sales-Abteilung zum Kunden ist, gesagt hat, ich verkaufe Facebook. Der Kunde hat gesagt, ich möchte Facebook. Der Sales-Typ ist zurück und hat gesagt, hey, Roger, ich habe Facebook verkauft. Ja, cool, was? Das Bild, ein Link, das Video. Ja, Facebook halt. Oder? Und ja, meine, jetzt lachen wir alle drüber zusammen im Beringe über so Sachen, oder? Weil jetzt klappt es, oder? Aber vorher war das ganz logisch gewesen, weil auf das Mal haben wir ein Produkt verkaufen, wo weder der Kunde richtig versteht, noch der Verkäufer versteht es richtig, weil das hat mir nie jemand erklärt richtig, weil es gibt ja gar keine richtige Fachperson für das. Und das ist das, was ich momentan in der Schweizer Medienlandschaft sehe.
ich glaube, das ist auch der Grund, wieso wir jetzt recht viele Anfragen haben für Workshops und Vorträge und Meetings. Weil einfach viele merken, hoppla, vor allem im KMU-Bereich, wir müssen etwas machen. Irgendwie müssen wir den Zutritt finden, aber wir haben einfach schlichtweg niemanden, der uns da helfen kann. Und, ja. Hast du nicht Problematik bei der KMU? Ich meine, ich bin jetzt draußen, verkaufe auch Social Media, probiere es manchmal. Dass die KMU oder der Kleinbetrieb, ich meine, eigentlich wäre es ein perfektes Medium für ihn, aber trotzdem nicht, er ist trotzdem irgendwie nicht bereit, zum Geld auszugeben dafür, was du hinterher als Agentur oder als Dienstleister brauchst. Ich meine, erstens mal hast du das Know-how, wir müssen aufbauen, das muss der Kunde irgendwann zahlen. Du hast Zeit, wo entweder du Content generieren oder bewerben und so weiter, und dann hast du noch die Werbung an sich. Also er zahlt eigentlich zwei Sachen, die er grundsätzlich auch selber könnte, er hätte was noch nicht, dass der Kunde gar nicht bereit ist, im KMU-Bereich im Moment das Geld auch ausgeben für das Know-how, weil er sagt, ja, es ist mir dann irgendwo gleich zu teuer. Ich weiss, wir sind bei Ringier da und ihr habt natürlich andere Kunden wie ein UBS oder weiss, also so die Big Players, die bei euch Werbung machen, ist mir klar, die überzeugst du wahrscheinlich eher mal und die haben vielleicht auch mal ein Budget und sagen, ja, wir geben jetzt mal 100'000 Franken im Jahr bei Blick oder bei Ringier auf den Social Media Kanälen aus für Ads. Und die haben natürlich dann auch das Verständnis für Social Media und wissen, was man wo muss machen. Wie denkst du, die Problematik von der KMU, dass sie eigentlich wettet, aber gleich kein Geld wenn du ausgeben dafür. Wie begegnest du denen? Du, schau, ich glaube, dann geht es immer darum, dass du dich in die Sicht hineinversetzt von den Leuten. Oder? Ich mache immer das Beispiel vom Bäcker. Oder? Der Bäcker sagt auch, eben, es gibt so viele Bäcker. Ja, oder? Und Bäcker haben ja momentan das Problem, dass die Leute nicht mehr in den Bäcker gehen, sondern man geht in Coop, Migros oder in den Grosshandel und sein Brot kaufen. Oder? Und da muss ich immer sagen, oder wenn ich mit so Leuten geredet habe, bevor ich, als ich noch selbstständig bin, immer gesagt, schau mal, wenn du selber deinen Tag mal beobachtest, so, wenn du auf Facebook bist, was machst du? Und dann merkst du relativ schnell, dass die Leute genau das gleiche Nutzerverhalten am Tag legen wie ihre eigenen Kunden, die in die Bäckerei kommen. Und dann sagst du, wenn du dich selber weißt, dass du 2-3 Stunden am Tag auf Facebook bist und dann noch ein bisschen auf WhatsApp und noch ein bisschen auf Instagram, wieso solltest du deine Kunden nicht auch sehen? Und so probiere ich dann eigentlich so die Awareness zu schaffen bei den Leuten, um zu sagen, schau, wenn du kannst in deinem Dörfli Facebook-Ad ausspielen, wo vielleicht nur 100 Franken kostet in der Woche, weil wir haben in der Schweiz nicht so viele grosse Dörfer. Yes. Mit 100 Franken in der Woche hast du in der Schweiz, in den meisten Dörfern, schon recht viel Reach, oder? Ja, logisch. Und wenn du durch das nur kannst, mehr Stammkunden gewinnen oder einfach die Awareness schaffen, ah stimmt, der Bäcker XY gibt es ja auch noch, dann hast du etwas davon. Weil der Punkt ist, du musst ihnen nur einfach können erklären oder beibringen, schau, deine Stammkunden, die werden irgendwann sterben. Punkt. Ist in jedem Business so. Ja. Er selber ja auch. Aber ich sage, Stammkunden oder allgemein Longtime-User oder Longtime-Clients sind halt Leute, die sind jetzt halt schon ein bisschen älter gekommen. Das hast du bei allen Firmen. Egal, ob es eine Zeitung ist, ob es eine Bank ist oder was auch immer. Ja, logisch. Irgendwann hast du Kunden, die halt einfach aufgrund vom Alter nicht mehr deine Kunden sein können. Aber du musst dich doch irgendwie um das, was nachher kommt, kümmern. Ja. Und genau dort sieht es zum Beispiel jetzt die Media-Companies an. Darum gibt es ja jetzt in den Media-Companies Social-Media-Abteilungen. Weil wir haben jetzt schon, ich meine, wir müssen uns jetzt schon fragen, wie kann man noch die 13- bis 18-Jährigen, weil wir sind nicht mehr auf Instagram und nicht mehr auf Facebook, wir sind jetzt auf TikTok. Okay, also jetzt müssen wir uns TikTok anschauen, oder? Aber das ist gut, es wird immer wieder etwas Neues. Es muss immer wieder etwas kommen. Und das musst du halt auch den Leuten erklären. Schauen Sie mal, wenn noch die Bäckerei jetzt besucht wird von Leuten 60 plus, dann müssen sie sich doch fragen, wie schaffe ich es, die zwischen 40 und 60 zu erreichen. Und dort sind momentan am meisten Leute auf Facebook. Wenn sie noch etwas jünger sind, dann müssen sie sich fragen, wo sind die Leute? Weil am Ende des Tages ist es ein Attention Game. Es ist nicht, habe ich die beste Werbung, habe ich am meisten Geld ausgegeben für Werbung oder habe ich die schönsten Bilder in der Werbung, sondern es geht darum, gewinne ich das Attention Game. Ja. Also es geht nur um die Eyeballs. Von der Zielgruppe, die du auch willst. Von der Zielgruppe, genau. Und früher waren es Zeitungen, die das Attention Game gemacht haben, heute sind es Smartphones. Ja. So einfach. Immer wenn ich die höre, so, ja, weißt, heute ist alles ganz anders wegen den Smartphones, alles ist die Welt geht unter wegen denen. Dann zeige ich immer in meinen Vorträgen das Bild von der Metro in den USA, in New York vor 40, 50 Jahren. Da sind die Leute auf dem Zeitung gelesen gesehen. Heute schaut sie das Smartphone rein. Also, es ist genau die gleiche. Eigentlich hat sich der Mensch gar nicht verändert. Es ist nur das Medium. Das Medium, das sie konsumieren, hat sich verändert. Exakt. Und da kann man jetzt darüber denken, was man will. Ob es gut ist, dass alle 5 Stunden am Tag am Handy sind oder nicht. Aber eigentlich ist es scheißegal. Es ist einfach so. Ja. Du und ich werden nicht ändern. Und wenn man das auch noch schlecht findet,
dass die Leute die ganze Zeit in das Handy schauen. Wegen dem werden wir die Leute nicht ändern. Und irgendwann haben sie vielleicht die Brille an, wo einfach alles drin ist. Kontaktlinsen, ja, oder keine Ahnung. Aber eigentlich ist das scheißegal. Ja. Du musst eigentlich dort auf das Medium kommen, wo die Leute sind, ja, zielgruppenorientiert deine Ads schalten. Und ich glaube, denke, egal was für ein Geschäft du hast, und du kannst ja, das ist ja dann schön auf den Social Media, du kannst eigentlich mit wenig Geld rein für Ads, natürlich Content-Generierung und Betreuung und so ist nochmal etwas anderes, aber wenn mit Ads, wenn du ein bisschen auskennst, mit, kannst du mit sehr, sehr wenig Geld verhältnismäßig. Mein Vater hat vielleicht einmal im Monat Zeitungsinser angemacht für 1000 Stutz. Ja, aber das kostet mehr, oder? Ja, also eben, das ist, für 1000 Stutz und heute kannst du in der Woche für 100 Stutz eigentlich genau deine Zielgruppen abholen. Ja. Und ja, die Awareness schaffen, das ist eben die Schwierigkeit. Weil du redest ja normalerweise mit Leuten, die älter sind, die Chefs sind, die ein Geschäft gehört. Ja. Die sind 40 plus oder vielleicht sogar 50 plus oder 60 sogar. Und denen das beizubringen, ist die Schwierigkeit und auch die Herausforderung. Ich muss nicht einem 20-Jährigen erklären, dass Social Media wichtig ist. Ja, der weiß es selber. Und wenn der Geld hat und eine Firma hat, würde er alles Geld in Social Media investieren. Es geht ja eigentlich, du musst den Brückenschlag schaffen zu einem Mensch, der es anders kennt, sich anders gewöhnt ist, dass der merkt, dass Social Media gut ist. Mein Vater ist ein Paradebeispiel. Mein Unternehmer durch und durch. Er hat jetzt seit, glaube ich, 2 Monate hat er jetzt Facebook. Okay. Also eigentlich hat er nur Instagram, aber ist ja dann automatisch gefallen. Er hat nicht. Er hat gesagt, das ist ein Scheiß. 10 Jahre redet er Scheiß über das. Er hat es jetzt einfach gemacht und gesagt, hey, da kannst du uns ein bisschen folgen, dann siehst du, was läuft und so weiter. Und mittlerweile, ja, glaube ich, gewöhnt er ein bisschen die Awareness. Er sagt immer noch, er hat einen Haufen Scheiß drauf. Ja. Und er hat einfach Angst. Er hat dann immer gesagt, ja, da müssen wir mit Leuten befreundet sein, die er eigentlich nicht mal oder nicht mehr wählen und so. Und dann gesagt, nein, das ist scheißegal. Das ist schön auf Facebook, kannst du einfach verbergen. Ja, und sie wissen es nicht mal. Ja, aber eben, bei meinem eigenen Vater, der sehr, sehr ein Innovativer ist, also wirklich, wo offen ohne Ende ist, ist es extrem schwierig, dass er mal überhaupt nichts machen kann. Er ist jetzt 60, er ist jetzt nicht 80. Ja, aber und das ist, weil der Mensch ein Gewohnheitstier ist. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und es hat, der Mensch ändert sich erst dann, oder die meisten Menschen ändern sich erst dann, wenn es richtig weh tut. Vorher nicht. Also es und, muss, und ich sage jetzt, jetzt komme ich jetzt mal mit dem Brückenschlag. Bei der Zeitung hat es richtig schnell richtig weh tut. Ja, du hockst genau im richtigen Haus. Ja, ja, meine, ihr habt einen CEO, der natürlich dann relativ schnell darauf beachtet, okay, jetzt müssen wir alles. Ja, das muss ich schon sagen. Wir haben natürlich mit dem Mark Walder und auch mit den anderen Forschungsmitgliedern natürlich Leute, die enorm viel Geld in die Digitalisierung investiert haben. Über die letzten Jahre über 2 Milliarden. Ich meine auch die Familie Ringe. Das muss ich Ihnen höher rechnen. Gell? Das ist also, ist nicht selbstverständlich, dass so eine Traditionsfirma und mit einer Verlegerfamilie so viel Zeit und auch Herzblut und Geld investiert in eine Transformation von einem Verlagshaus in so einen Mediengigant, wo vor ein paar Jahren unvorstellbar gewesen wäre. Ja. Und das ist natürlich etwas, sie haben den Puls für die Zeit erkannt. Und das ist einfach, weil du dich oder weil sie sich auch mit diesen Leuten umgehen haben, weil ihnen das geraten haben und gesagt haben. Und das ist, glaube ich, etwas, wo in der Schweiz, und das ist, hat auch mit dem Thema mit dem Shaming zu tun und Trial and Error, das hat eben auch mit deinem Umfeld zu tun. Ja. Und wenn du dich mit den Leuten umgehst, die das auch sehen oder die ähnlich denken oder die offen sind gegenüber solchen Sachen, dann kann dir das eigentlich nie passieren. Aber wenn du natürlich, böse gesagt, immer am Stammtisch hockst mit deinen 3 Kollegen aus dem Dörfli und ich darf das sagen, ich komme aus dem Garnland, das ist eine Strasse, auf der 3 Seiten hat es Berge und das war's, oder? Ich meine, ich komme aus einem Dorf, wo es wahrscheinlich mehr Kühe und Schafe als Menschen. Aber ich sage nur, wenn du es nicht schaffst, über den Tellerrand rauszuschauen und nicht einmal probierst, auch die andere Perspektive einzunehmen, dann wirst du langfristige Gefahren laufen, dass du nicht mehr mitkommst. Ja. Ich sehe es ja, und das ist eigentlich ein trauriges Beispiel, aber es passt perfekt, um es zu illustrieren. Bei alten Menschen ist das eigentlich ein Paradebeispiel. Wenn du alte Menschen siehst, die zum Beispiel noch ein iPhone haben, die noch noch WhatsApp schreiben, zum Beispiel meine Großmutter schreibt immer noch WhatsApp, ja, oder? Das WhatsApp macht, wo ab und zu mal mit der Enkel auf Facebook ist, wo probiert dabei zu bleiben, dann merkst du, die Menschen, die sind einfach fitter im Kopf. Und es hat nicht damit zu tun, dass es wegen der Technik ist, aber weil sie am Puls von der Zeit sind, weil sie das Gefühl haben, dass sie noch ein Teil von der Gesellschaft sind. Und an dem Punkt, wo du das aufhörst und das Gefühl hast, verloren. Hast du verloren. Ja, das ist,
eben der Mensch mit 60, 70 kann ja genau gleich noch lernen. Also ist ja, heutzutage werden wir ja immer älter. Und das ist, ach, sind wir mal wenn ein eineinhalbjähriges Baby ein iPhone kann bedienen kann, dann wird es auch ein 80-jähriger Senior können bedienen. Also das ist gar nicht anders möglich. Nein. Und das ist dein Mindset, das dort da sein muss und sagen, okay, ich befasse mich mit dieser Thematik. Ja, und heute bist du ja mit 60 nicht mehr alt. Nein. Weißt du, wenn wir ehrlich sind? Ja. Wir werden ja immer älter. Ich meine, in der Schweiz sowieso. In der Schweiz werden wir immer älter, immer besser zu Weg, immer gesünder. Ich meine, was willst du noch mehr? Ja. Oder? Also, du musst aber auch immer länger dafür sorgen, dass du dabei bist. Ja. Meine Freunde können sagen, ja, mit 60 bin ich ein steinalter Mann. Ja, jetzt habe ich es gesehen. Gehen wir noch ein bisschen reisen, oder? Gehen wir noch ein bisschen dort in die Ferien. Genau, und jetzt? Und jetzt ich sehe es bei meinen Eltern und jetzt musst du jetzt, sind auf Facebook, sind auf Instagram, musst du dabei bleiben. Oder? Und das ist einfach so. Das ist ein, sag jetzt mal, alles wird schneller. Nicht nur der Wandel, nicht nur Technologie, nicht nur, wie sich die Medienwelt ändert, nicht nur, wie sich die Gesellschaft ändert. Auch dein eigenes Leben wird schneller. Und klar, das kann Vorteile haben, das kann Nachteile haben, aber am Ende des Tages, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, am Ende des Tages, die Gesellschaft oder der Markt oder die Technologie gibt einen Scheiß drauf. Ja. Das ist dann einfach so. Es ist dann einfach so. Und wir beide, wir werden dafür bezahlt, um genau so Zeug zu checken. Ich sage immer, ich werde dafür bezahlt, um zu wissen, auf was du klickst, bevor du klickst auf Social Media. Genau für das werde ich bezahlt. Ja. Punkt. Und das ist es. Und das wird noch lange, nachdem es Facebook gegeben hat, so sein. Weil es wird irgendwann etwas kommen. Es wird immer wieder etwas Neues kommen. Es wird immer wieder etwas kommen. Also die Menschheit ist so. Das ist das Schöne daran. Sie, an sich, es hat ja immer innovative Leute und Leute, die etwas weiterbringen wollen. Auch wenn man in einer Gesellschaft ist, wo es einem vielleicht sehr, sehr gut geht, wird vielleicht die Innovationskraft ein bisschen bremst. Aber du wirst immer Leute haben, die es besser haben. Die werden den Fortschritt bringen. Und ja, darum wird immer auch wieder etwas Neues kommen. Und wenn du dort, wie du gesagt hast, abschaltest, hast du irgendwann verloren. Wenn du sagst, ja, das ist jetzt etwas Neues, nein, mit dem will ich mich nicht auseinanderziehen, hast du verloren. Früher oder später hast du verloren. Ja. Und dann bist du ja, weg vom Markt, bist in deiner Community, die es ähnlich sieht und gut. Logisch, wenn dir das passt, ja, ist jedem seine eigene Entscheidung. Aber wenn du dabei bleiben willst, musst du mit einem Mindset durch die Welt gehen, wo du sagst, offen, bei allem. Ja, ich glaube, das ist auch schön. Ich glaube, das ist das Schöne an Social Media oder auch der Art, wo wir was wir machen oder dem, was wir arbeiten, wir müssen immer dabei bleiben. Ja, also, ich kann gar nicht anders als dabei bleiben wollen oder dabei zu bleiben, weil sonst ist in einer Woche einfach das, was ich meinen Mitarbeitern erzähle, nicht mehr up to date. Ja, dann hättest du dann auch einfach den Job irgendwann nicht mehr. Genau. Das ist ganz einfach. Ja, das ist ganz einfach. Das ist auch der Markt, entscheidet dort auch. Ja. Wenn du mal deine Zahlen nimmst, dann wird irgendwann auch der Chef kommen, du, ja. Wir brauchen jetzt vielleicht einen anderen, der ein bisschen besser ist. Ja, wir dürfen eins nicht vergessen, gell? Es ist vielleicht jetzt noch ein grosser Vorteil, wenn du Social Media kannst und beherrschst, weil dich niemand in Frage stellt und dich auch niemand challenged. Darum sehe ich auch den ganzen Bullshit auf dem Schweizer Markt, wo du rumläuft und das Gefühl hat, sich irgendwie Ads verkaufen oder Workshops. Was ich da teilweise sehe, da kommt mir das kalte Kotzen, wenn ich es so sagen darf, weil es einfach unfassbarer Bullshit ist, der erzählt wird. Aber es kann ja erzählt werden, weil dich niemand challenged. Es ist ja niemand da, der sagt, das ist jetzt gerade ein absoluter Mist, den du erzählt hast. Weil, das weiss ja niemand besser. Ich meine, du hast es vorher gesagt, die Schweizer Social-Media-Welt, die ist noch gar nie. Die ist noch nicht mal gestartet. Vor allem im professionellen Bereich. Ich meine, was ich da teilweise an Vorträgen höre oder an Seminaren, das ist wirklich ganz, ganz, ganz traurig. Dann hoffe ich mal, du schaust nicht einer von mir dann mal. Ja. Ich glaube, wir würden nicht zusammen hocken, wenn wir ja, nein, logisch. Eben. Ich bin nicht in der Technik im Detail, aber ich glaube, das grosse Ganze verstand ich relativ gut. Ja. Und ich erzähle, wenn, dann erzähle ich auch etwas über das grosse Ganze. Nicht jetzt genau ein Facebook-Gate musst du machen. Eben. Dort haben wir den Spezialisten. Genau. Ja. Aber logisch, ja. Weil das Know-how einfach noch nicht in der breiten Bevölkerung ankommt. Ja, und das ist auch, sehen wir mal ehrlich, das ist auch verständlich. Ja. Weil das ist ein neues Feld. Komplett anders, andere Gegebenheiten, viel schneller. Es ist viel schwieriger, einen Shift zu machen vom Digital jetzt auf die Social. Man kann nicht einfach mal kurz sagen, ja, ich habe immer schon Digital-Werbung gemacht, jetzt mache ich halt auch noch Social. Das ist ein anderes Feld, das ist eine andere Plattform, ein anderes Medium. Und da muss man sich halt auch selber Zeit geben. Aber ich habe grosses Vertrauen drin und ich habe grosse Hoffnung in den Schweizer Märkten auch und auch in allgemeinen europäischen Märkten, dass das gut kommt. Eben in den USA gibt es schon auf grosse Social Media Agency Only.
es wird auch in Europa nicht anders sein. Und ich glaube, es kommt nicht, es hat einfach noch viele Drittbrettfahrer, die von dem profitieren. Aber der Markt sortiert dort haben wir es recht gut aus. Immer. Immer. Das ist immer so. Der Markt schlussendlich wird entscheiden, wer bestehen bleibt und wer nicht. Wer etwas besser macht, wird schlussendlich Erfolg haben. Das ist schon immer so gewesen. Immer. Und wird sich auch nicht ändern. Ganz genau. Ja, ich glaube, nicht? Kein, ja. Kein schlechtes Ding. Ich glaube, wir haben etwa eine Stunde. Ja. Das, ich glaube, immer dann, wenn du das Gefühl hast, kennst du noch lange so. Ja, das ist wirklich gut. Schlussendlich haben wir 5 Stunden am Tisch zu machen, um über Sachen diskutieren. Aber ich glaube, mit dieser Stunde nicht schlecht. Ja. Hey, super. Ja, danke dir. Ich glaube, sehr, sehr viele Insights bekommen. Von deiner Seite wirklich mal ein Crack in diesem Bereich. Ja. Danke. Vielen Dank, ja. Ja, es ist cool, haben wir auch alles selber mitgenommen. Die Dinge haben wir noch gefragt. Das Team hat mich noch gefragt, von der Technik eben noch, muss Kameras zu haben. Und ich dachte, ich glaube. Ja, es wär jetzt komisch gewesen, wenn wir ohne Kamera kommen. Ja, du, können wir eure Kamera sehen. Könnt ihr uns nachher dann ein Video-File schicken? Habt ihr auch gefilmt, oder? Nein. Nein.